Hallo Freunde, willkommen in meinem neuen Video. Worum geht's heute? Wie ihr seht, geht es heute um den Mitläufer. Der Mitläufer wird oben angespielt. Und so gestoßen. So, wofür brauchen wir den Mitläufer? Wieso ist er so wichtig? Wenn wir zum Beispiel hier eine haben und von mir aus auch hier welche haben, um den Haufen da aufzumachen, spielen wir dann von oben. Und dann hat man die Kugel befreit, kann man so weiterspielen. Wenn ich jetzt die Kugel anders spiele, zum Beispiel so, also Mitte, zentral, dann kriege ich die beiden nicht befreit. Also wird quasi versucht, zwecks eines Mitläufers die Kugel da zu befreien. So. So ungefähr. Der Mitläufer ist auch wichtig, wenn ich zum Beispiel, also ich nutze den sehr gerne, wenn ich zum Beispiel die Kugel so schräg so ein bisschen habe und will wieder zurückkommen, dann kann man auch, wenn sie so leicht schräg ist, oben links spielen, quasi die 9 da rein, die weiße klack, klack und wieder raus und in diesem Feld irgendwie, dass man die 14 noch spielen kann. Also wenn man keinen Rückzieher kann, so. Ja, ich zeig's mal. Tak, tak. Und dann natürlich nicht da rein in die Mitte. Aber das ist zum Beispiel so, wäre sie jetzt noch ein Tuck schräger. Ich weiß nicht, ob man es im Video sieht. Wenn ich jetzt einen Rückzieher machen würde, könnte sein, dass sie da reingeht. Oder ich spiele sie dahin und stelle mir die weiße hier hin, dass ich die 14 lang spielen kann. Aber ich wollte euch nur mal den zwei Bänden nochmal Mitläufer zeigen. Tack, tack. Und dann raus. So ein kleiner Trick, den viele nicht nutzen, das was ich immer sehe. So. Ja, das ist der Mitläufer. Müsst ihr euch ein paar Kugeln hinlegen,
Und am besten so gerade hinlegen. So gerade hier, zum Loch hin. Und dann versuchen ruhig mal die weiße mit reinfallen zu lassen. Probieren wir mal. So ungefähr. So sieht man, dass man gerade spielt, die Kugel. Die weiße, nicht rechts, nicht links, ohne FE. Einfach nur geradeaus. Also so, gerade. Nochmal. Ja, er war ein bisschen schwach auf der Brust. So kann man das einteilen, so Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3 mit dem Anstoßen hier, Stoßen. Wenn wir jetzt hier so hätten und die weiße hier positionieren wollen, so hier, dass wir hier eine gute Lage haben, dann machen wir nur so ein kleines bisschen, nicht so weit oben. So hier ungefähr. Dann kann man die 8 hier besser spielen. So. Ich hoffe, ich habe es gut rübergebracht, einigermaßen. Ich wollte jetzt nicht hier so ein 20-Minuten-Video machen. Kurz nur. Danke euch fürs Zuschauen. Das war der Mitläufer. Dankeschön. Tschüss, danke. Ein Like oder ein Abo. Danke, ciao.